Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Skyrim-Buch der Rätsel. Eine Kommode. Die Kleidung. Wer braucht die Kleidung, wenn er Rüstung hat? Eindeutig eine gute Frage. Ich hasse solche engen Verliese. Nordranken. Wer weiß, was das alles gibt. Das soll ich vielleicht, wenn ich mal rauskomme, ausprobieren. Disgusting. Bienenstockhülle. Schädigt das Buch. Nein, einen Korb nehme ich nicht. Naja. Zumindest bin ich so nicht rein. Was gibt es? Getappt. Speichern. Auf jeden Fall speichern. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh oh. Ha. Gib mir meinen Stahlpfeil wieder. Die andere. Ja, kannst mir auch ein Frostgift geben. Ist genauso gut. Da komme ich hoch. Schön. Perfekt. Oh, und der hat den richtig durchbohrt, würde ich mal sagen. Gesundheit wiederherstellen. Juhu. Nein. Nein. Manchmal steigt man ja dadurch ein Level auf. Aber hier ist das scheinbar nicht so. Aber. Okay. Das hört sich nicht gut an. Seelensteinfragment, juhu. Seelenstein, Seelenstein. Seelenstein. Auch nicht viel. Ich bräuchte mal die ganzen Sachen und müsste damit Fallen herstellen, Tränke herstellen. Gar nicht gut. Soll ich jetzt schon die Holztür öffnen oder lieber erstmal hier durchgehen? Da muss ich scheinbar hin, sagt die Karte. Ja. Ich
gehe erstmal hier hoch und öffne diese Holztür. Und ich besitze keine Dietriche. Wieso zum Fick besitze ich keine Dietriche mehr? Das gibt es doch nicht. So. Speichern. Und weiterlaufen. Ja, die sehen mich, aber es ist ja egal eigentlich, denn die sind hinter Gittern. Das Gefährliche ist die da. Aua! Hallo! Böse! Götter, nein! Aua! Hallo? Wieso? Habe ich die eigentlich nicht getroffen? Frostbiss. Wert 57, ja, kann man mal nehmen. Achso, Stiefel, ich dachte, das wären komplette, naja. Komplett abgehackte Schuhe. Das Firmament. Nein, Kommode. Auch nichts drin. Ich kann die auch nicht befreien, weil ich keine Dietriche habe. Wieso zum Teufel habe ich keine Dietriche dabei? Speichern. Oh. Los geht's. Nein. Den ersten habe ich verkackt. Oh mein Gott, da sind ein paar Leute. Hallo. Mich nicht wegburnen, ja? Das gehört sich nicht. Das gehört nicht zum guten Ton. Einen einfach zu abzuburnen. Ich soll jetzt vielleicht ein bisschen warten, ehe ich weiterlaufe. Oder? Ah. Vampirstab. Unsichtbarkeit. Gar nicht mal so schlecht. Salz. Schrank durchsuchen. Nichts. Schade, schade. Was machen die denn hier mit den Menschen? Aber ihr gebt mir wenigstens meine Sachen wieder, ne? Ihr seid nette Menschen. Und dem Tod noch nützlich. Eisenpanzerhandschuhe.
nehmen wir mal hier ein bisschen was mit, ne? Hat nichts mehr. Ist noch eine Kajit. Geht ein Gold. Wo haben die denn das Gold vergessen? Und wo hab ich es gefunden? Um ehrlich zu sein, ist das etwas komisch. So. Ein Seelenstein. Okay. Speichern vielleicht? Wäre vielleicht klug? Wozu braucht man ein Tintenfass? Oh mein Gott. Lasst mich hier raus! Ihr müsst mich hier rauslassen! Sie werden mir etwas Furchtbares antun! Da ist dieser Hebel, genau in der Mitte. Macht schnell, bevor noch mehr von ihnen kommen! Wieso sollte ich gegen zwei Wölfe kämpfen? Tut mir leid, aber wieso sollte ich das machen? Witziger Seelenstein. Sonst ist hier nichts. Was ist Knoblauch? Giftresistenz. Ach ja, wieso nicht? Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen, versprochen. Ich... Die Bücher? Oh, verstehe, ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Als ob. Ach ja, die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Ich werde mein Bestes tun. Perfekt. Was war das? Ich hoffe, das waren alle. Frag mich, wieso ich hier hätte reingehen sollen. Wegen nichts. Und was ist hier drinne? Ich kann hier nichts erkennen. Es ist einfach zu dunkel. Den habe ich schon so durchsucht, da kriege ich die Pfeile nicht mehr raus. Okay. So, das bedeutet speichern. Und weiterlaufen. Zack. Und schleichen. Hallo. Denk. Schleichen. Lederstreifen.
hier nicht alles haben, ne? So. Und es beginnt. Noch einmal. Vorsichtig! Na? Ich werde euch brennen sehen. Okay. Also ich muss schon sagen, Ortod, du hast ordentlich Kraft. Gar nicht mal so verkehrt, was es hier alles gibt. Rabenfedern, Feuerresistenz. Leider haben die alle diese 0815 Magie oben, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Hier gibt es nichts mehr. Die haben mir auf den Vampir geschossen. Wieso nicht? Nö. Sind doch keine Menschen, sind doch nur Vampire. Ein Besen. Wer braucht einen Besen? Warum bin ich bloß hierher gekommen? Ja, das solltest du dich wirklich fragen. Aber ich wollte mich eigentlich fragen, warum ich keine Dietriche mehr habe. Ja, nehmen. Deck of Gold. Die Krypta liegt vor uns. Oh, Totenbeschwörer. Ja, dann sollte ich vielleicht nochmal speichern. Seid vorsichtig. Was? Ich hoffe, das waren alle. Was war das? Oho. Ja, ich würde sagen, das waren alle. Nordpfeile. Noch mehr. Wieso nicht? So ein bisschen Nordpfeile und so ein bisschen Knochenmehl und so ein bisschen Gold. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Eisenpfeile. Robe der geringen Beschwörung. Wieso sind hier nur so geringe? So, Knochenmehl. Eisenbarren? Zombie erwecken. Okay, wieso kann ich jetzt einen Zombie erwecken? Ich sollte mir das Buch vielleicht mal ansehen. Oder ja, erstmal speichern und dann gucke ich mir mal Objekte Zombie erwecken. Achso, konnte ich lernen. Gut, und hier würde ich auch wieder mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.